Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Guild Wars 2. So, wir schauen uns jetzt mal hier erstmal so die Map ein bisschen an und machen ein paar Aufgaben. Ich habe mir das jetzt auch mal überlegt, ich werde wirklich mal hier auf Scepter gehen. Schwert ist irgendwie, finde ich, ein bisschen sehr Mainstream. Und ich möchte mal so was Neues entdecken. So, Aufgabe. Tötet Termiten, hebt Termitenlarven aus und füttert Moas mit stacheligen Früchten. Termitenlarven. Das ist dieser Kuchen. Und wir haben schon was gelootet. Dieser Kuchen ist anscheinend da haben wir gekontert. So, auf jeden Fall. Wir haben schon das mal hier so ein bisschen rum. Wir haben Ryans Karten entdeckt. Ja, das gibt noch sehr viel Erfahrung am Anfang. So. Komm schon. Oh, das ist super cool. Komm, du gehst auch drauf. Ich bin mal gespannt, wann wir hier zum ersten World Boss kommen. Ich muss mal überlegen, wo der ist. Das müsste eigentlich hier sogar sein. Aber ich glaube, heute ist der nicht mehr. Jetzt nur zu bestimmten Zeiten gibt es die hier. Muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie sowas generell was finde. Ob ich das hier so anzeigen kann. Oh, die FPS im Video sind ein bisschen laggy. Ich schau mal, ob ich da schnell noch was erhöhen kann. Komm, mach mal so. So, hier sollte es ein bisschen flüssiger laufen. Das war gerade mein Fenster draußen. Wir sind in letzter Zeit extrem im Sturm. Und wir kontern, geblockt und ha, ausgetrickst. Ich hab dich ausgetrickst. Was ist das hier gerade? Ah, großer Ruf des Nebels. Wir haben jetzt hier einen Buff, der ist momentan global an alle, die geht. Lasst ein Unrecht nie zu böse. Achso, wir haben hier von dem Baum gesprochen. Okay. Das ist jetzt ein Buff an alle Leute, die momentan spielen. Aber PvP mag ich persönlich nicht so sehr. Deswegen hat das für uns jetzt weniger zu tun. Hier haben wir auch so ein Moor, wie ihr gerade schon gesehen habt. Ich finde diese Viecher erinnern mich extrem an Final Fantasy die Chocobos. So, das nächste Level haben wir schon fast voll. Und wir haben die Aufgabe fertig. Und kriegt dafür 45 Kupfer und 90 Körner. Und wir haben Hainhüterin Delia als Händlerin freigeschaltet. Gut. Schauen wir mal hier auf die Map. Wir könnten mal kurz da drüben gehen. Da gibt es noch was zu finden. Generell müssten wir so mal so ein bisschen ausrüsten irgendwann mal. Aber das. Lust auf eine Expedition muss man nicht. Nein, ich habe keine Lust auf eine Expedition im Osten. Events habe ich eher so weniger Lust, finde ich. Ich mag hier mir eher später. Ich habe da so ein Gebiet, das ist mein Lieblingsgebiet, war da irgendwie schon. Obwohl es vorher mein Hassgebiet war. Aber ich finde es einfach so gut aufgebaut. Und dann liebe ich es einfach so rumzurennen. Ist eigentlich einer meiner Truppe online? Nein. Okay. Ja, von der Firma ist hier weiter. Rüstung, können wir mal schauen. Wie wunderbar, euch zu sehen. Ja, es gibt natürlich schwere, es gibt mittlere und es gibt leichtere Rüstung. Und ich glaube schon mal was leichter gerade. Und können wir, Stufe 10 können wir eigentlich auch schon holen. Aber dann rüsten wir das hier mal aus. So, das können wir auch. Und da wir momentan ein bisschen sehr wenig Speicherplatz haben, was ich deswegen gerne mal machen würde, alle Materialien lagern und kompakt. Ich wollte auch nie weiter weggehen. Diese Stimme gerade, das war die eindeutige Stimme von meinem anderen Charakter.
Aber sieht man wieder, es ist sehr innovativ. So, hier entdecken wir dann die Verdens. So, jetzt bin ich am Überlegen. Da würden wir wieder was sehen, aber wir haben da oben ja noch eine Aufgabe. Da gehen wir jetzt mal hin. Ah, ich finde das Gebiet der Syvari richtig schön. Ich würde auch bestimmt dann ab und zu mal, wenn ich mal was in Langeweile habe oder mal was für den Charakter hier fahren würde. Tschüss. Gut, der ist tot. Ja, da gibt es keine Erfahrung. Das ist so ein extrem schwaches Monster. Besiegt und Tote repariert. Gebietsmarkierung, Bordbefestigung wieder auf und übt mit Heine wieder vor Ort. So eine zupackende Hand, das ist doch bestimmt. Jawohl, hier haben wir schon einen guten ausgetrickst. Ja, das geht jetzt auch relativ schnell. Oh, Schildwurm, Junges. Keine Sorge, ich lasse dich in Ruhe. Noch. So, hier ist gar nichts, merke ich gerade. Keine Sorge, ich lasse euch in Ruhe. Ja, manche Gegner lassen auch einen in Ruhe, wenn man nichts macht. Hier, zu packen Hand. Ja, die auferstandenen Gegner. Sag ich mal nichts so. Das wird ich noch anscheinend. Ja, ich drück's mal so aus. Früh genug werde ich mal zu dieser Gegnerart noch was sagen. Oder wird auch dann später in der Story erklärt. Gut. Okay. Alter, das geht jetzt aber hier richtig schnell. Super genannt. So, dass hier schon auferstehende Gegner sind, finde ich sehr früh. Oh, wir haben einen winzigen angeschoppten Beutel bekommen und wir haben hier eine Verblassgebietsmarkierung und hier eine Wegmarke. Oh, so, die ist repariert. Was ich jetzt aber hier gerade suche, ist, na, bist du auch hier oben bestimmt, oder? Ja, das wird hier oben sein. Jawohl, dich habe ich gesucht, weil ich würde mir gerne hier schon mal Lederbeutel holen. 4 Stück. Bis nächstes Mal. Ja, bis nächstes Mal. Was? Knochensplitter. Eventuell hier die 4 Lederbeutel ausrüsten bekommen. Und wir haben schon mal ein bisschen mehr Platz. Den Beutel öffnen wir. Und 2 Rohlederstücke. Das lagern wir alles. So, die Rüstung und so weiter behalte ich dann nochmal. Weil ich warte auf etwas. Ah, das können wir ja noch gar nicht kaufen. Stimmt, das wird ja später noch freigeschaltet. Ah, da war ja was. Das, was ich hier irgendwie am meisten mache in diesem Spiel, außer Looten, hat mit Looten zu tun. So. Wir müssen jetzt auf jeden Fall. Oh, verdammt, wir sind aus dem Gebiet raus von der Aufgabe. Ja, die. Da ist schon wieder eine super kleine Hand gespawnt. Oh, einige. Oder ich hab die übersehen. Aber ja, das weiter. Stirb! 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 Pein! Für jede Sekunde Schaden, wirkt zusätzlich Schaden bei sich bewegenden Gegnern. Oh, okay. Mächtige rustikale Hose. Und nach dem Gegner haben wir es dann auch geschafft. Ha! Geblockt und ausgedrückt. Nee, 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 nee. Boah, ich finde das voll geil. Stufenaufstieg. Wir sind Stufe 3. Und bekommen einen Lederbeutel. Okay. Ich brauche mehr Lumineszenzen für die Lampe der Stadt. Und wir bekommen hier wieder was Gold. Gold. Gold wäre schön. 45 Kupfer und 90 Karma. Was, hier ist ein Commander? Okay. Wie hat der sich denn hier hin verirrt? Oh, da sollten wir nicht hingehen. Der ist Stufe 6 und wir sind Stufe 3. Das kann ein bisschen tödlich enden. Ja, dann gehen wir erstmal hier so lang. Also ich muss echt mal sagen, ich liebe so wirklich den Aufbau von den Welten hier und so weiter. So ein Pflanzenvolk finde ich echt interessant. Ich glaube, es wird jetzt sogar so traurigerweise sein, dass dieser Charakter schneller Stufe 80, also Stufe 80 ist hier das Maximum-Level, auf jeden Fall schneller Stufe 80 sein wird als meine Elementarmagierin. Ja, ich war jetzt auch eine längere Zeit erstmal was weg von YouTube und so weiter. Es war einfach zu extrem von der Schule her.
Wir können eigentlich so laufen. Wirklich, den Fokus, den ich auf die Schule setzen musste, war einfach zu hoch. Helft verloren gegangenen Hunden, spielt mit Welpen und tötet Ungeheuer. Okay. Ah, wir können auch hier die Moskito laden. Moment. Also das sind Funkenkämmer. Und die ich mich auch weg. Dup, dup. Oh no, ja. Voll geil. So, denen müssen wir helfen. Ha, 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 ha. Und wir haben ein Spinnenbein. Oh. Das hat sicher weh. Dem Hund geht es nicht so gut. Nein! Hund Junior! Können wir dir. Nein. Na warte. Ah, da kriegen wir schon mal so eine Unterstützung. Und ich habe schon direkt so eine kleine Befürchtung. Nicht, dass wir hier drauf gehen. Ja, die Musik ist dramatischer. Schütteln. Da kommt schon direkt die nächste Spinne. Nächster. Dieses Mal nicht. Ah, das ist eine neue. Oh, heuer! Ich hatte echt ein bisschen die Befürchtung, dass hier gleich so ein Typ so Anfrage schickt für eine Gruppe. Werde ich nicht machen, weil es einfach irgendwie keine Boni gibt. Ja, dann würde es jetzt mehr Erfahrung geben oder so weiter. Obwohl, da sieht man schon. Ja, das ist ein Charakter, der schon mal gelevelt ist. Das ist kein Anfang. Finde ich schon mal was schöner. Wieder was gelootet? Nein. Ah, jeder. Dem können wir vielleicht auch schon das Gebiet heute abschießen. Also jetzt nicht in dieser Folge, ich meine eigentlich in dieser Aufnahme. Alter, ich bin schon bei 13 Minuten fast. Und nur noch eine. Oh, es ist nur noch ein Wald unterm Leben. Ach, hier ist jetzt auch gerade. Die wendet sich jetzt erst. Deswegen kümmert er hier rum. So, sehr schön. Das haben wir jetzt abgeschlossen. Und Event abgeschlossen. Und wir sind schon Stufe 4. Waffenfähigkeit 4. Bankgeschäfte und Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten? Wir haben verwirrende Bilder. Bündelt eine Energieschalter euren. Ja. Oh mein Gott, was war das? Okay. Lernt, wie man ausweicht. Das finde ich mal richtig schön interessant. Das können wir mal kurz zeigen. Wusste ich gar nicht, dass das jetzt mittlerweile auch schon angezeigt wird. Wie sieht es im Inventar aus? Können wir. Okay, Kurzbogen können wir nicht verwenden. Warte mal. Hier ist. Das ist Ausweichen, okay. Dann rennen wir jetzt mal hier weiter geradeaus. So. Sieve Zielfluss und Morgan Spirale. So, hier ist das Ausweichstraining. So, Weichdrohnen in Gefahrenhause nehmen wir bla bla bla. Also, man kann es ja einmal. Da ist der Truhe und hier ist dieser Ring. Da jetzt rein, einfach reinzugehen, zeig ich mal. Nix gut. Daher gibt es die Möglichkeit, wir rennen los und weichen aus. Und können dann jetzt hier diese Truhe öffnen. Wir kriegen mächtige rustikale Stufen und müssen nur das zurück ausweichen. Mal generell schauen, die mächtigen rustikalen Stufen. Ah, sind genauso gut wie unsere. Schade. So, da oben war eine Wegmarke. Die holen wir uns natürlich. Und die Wegmarke haben wir entdeckt. Und die nächste Aufgabe verbrennt. Oh nein, ich kenne diese Aufgabe. Die war. Oh Mann.
Zerstört schädliche Pflanzen, beschützt Zeilenhüter und bekämpft. Alles hat ein Recht zu wachsen. Nein, die wollte ich nicht sprechen. Kann ich jetzt. Nein, kann ich da nicht. Was ich aber machen kann, man kann hier einfach hingehen und Schrott verkaufen. Sowas wie die Spinnbeine. Das sind Trophäen. Du kannst einfach hier Schrott verkaufen und da all das, was wir nicht brauchen, wird automatisch verkauft. Oder ist es, dass es schön ist. So, hier ist eine schädliche Pflanze, die vernichten wir mal. Da ist noch eine. Diese Aufgabe fand ich ehrlich gesagt was nervig. Okay. Hier ist ein Auferstandener, den müssen wir besiegen. Blub. Ich finde den Messer richtig cool. I'm a firing manager. Wow. Das geht echt schnell. Muss ich halt nur noch angewöhnen, dass ich kein Pfandschwein mehr spiele. Jo, der drückt richtig rein. Na, dich wollen wir fokussieren. Und dann auf dich hier. Lupp. Endlich. Ja, endlich bist du weg. So, flop, flop, die wupp. Du bist jetzt hier auch gleich weg. Oh, da will ich mal kurz die Ewigkeiten. Das ist die, die ich. Ja, das ist die, die ich denke. Hier ist schon ein Weltenboss, aber. Dafür bin ich so ein bisschen zu kacke gerade. Schau dich das an, der kommt jetzt an und ist schon tot. So, hier gibt es noch was Spezielles. Wir können hier diese Person, das ist ein NPC, bringt aber trotzdem was. Wir können die wiederbeleben. Da seht ihr jetzt hier da oben. Sie werden jetzt so gereckt. Und ich weiß nicht, ob das bei WoW oder sowas auch so ist. Man. Das hat sicher wehgetan. Okay. Das ist neu. Haben wir noch irgendwo eine schädliche Pflanze? Oder. Ah, komm, dann nehmen wir auf dich. Auf jeden Fall, man kann nicht nur NPCs wiederbeleben, man kann auch Spieler wiederbeleben, wenn man mal drauf geht. Kann man für sein Glück versuchen und einmal kurz zu warten. Vielleicht kommt ein Spieler vorbei und überlebt dich wieder. Oder du musst dich halt zurückporten. So, wir kriegen jetzt sogar schon 52 Münzen, und also Kupfer und 105 Karma. Karma kann man auch als Währung ansehen, wenn man mal bedenkt, ich bekomme gerade 105 und habe offiziell 711.000. Ja, und jetzt komme ich einmal zu dem nervigsten, meiner Meinung nach, in diesem ganzen Spiel. Ich habe einmal hier schon in diesem Spiel die komplette Karte. Okay, man muss dazu sagen, das, was zur kompletten Karte hinzugehört, habe ich einmal auf 100% gebracht. Und das war schon ein Krampf. Wegen diesen Teilen hier. Das ist ein Aussichtspunkt. So, Aussichtspunkte zeigen so generell mal so ein bisschen das Gebiet, so ein bisschen eine. Bisschen krass kranken, unglaublichen Perspektive. Aber sind einfach. Manche sind relativ einfach zu finden, manche sind einfach so unglaublich arschsaum zu finden. So, gibt es deswegen aber auch nicht so viele. Also hier kann man einmal sehen, es gibt 19 Aufgaben, 7 Heldenherausforderungen, dazu kommen wir später. 8 Panoramen, das sind jetzt die Aussichtspunkte. 18 Wegmarken und 20 Sehenswürdigkeiten. So, insgesamt auf dieser ganzen Karte, die man entdecken kann, also wirklich hier so das, man muss auch mal dazu sagen, man kann hier sowas wie Yantia-Insel und so weiter, das sind alles Gebiete, die noch nicht verfügbar sind, die irgendwann noch reinkommen. Oh, da drüben ist ein. Da versuche ich das nochmal zu zeigen. Hier, da vorne ist ein
toter Spieler. Und den wiederbeleben wir jetzt mal. Ah, der hat schon ein bisschen. Okay, dann müssen wir einen. Okay, ich treffe natürlich genau das Falsche. Dann muss der Dschungeltroll einmal ganz kurz mal glauben. Und dann beleben wir den hier wieder. Da seht ihr das, der sollte jetzt keine auferstandene Ruppe bringen. Und wenn doch, dann kacke Schnei aus. So. Und ich würde sagen, mit einer guten Tag. Guten Tag. Mit einer guten Tat beenden wir dann auch diese Folge. Boah, es macht einfach gerade so viel Spaß. Na gut, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Guild Wars 2. Bis dahin, tschüss.